Hallo, liebe Freunde des Western Verlags, herzlich willkommen. Ich spreche heute mit Per Molander, Autor des Buchs Condorcets Irrtum, warum nur ein starker Staat die Demokratie retten kann, das heute im Western Verlag erscheint. Per Molander ist promovierter Mathematiker und anerkannter Experte für Verteilungsfragen. Als politischer Berater war er unter anderem für die schwedische Regierung aktiv, für den IWF und für die Europäische Kommission in Brüssel. Und ich freue mich sehr, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Per Molander ist uns zugeschaltet aus seinem Zuhause in Uppsala. Hallo, Herr Molander. Guten Morgen. In Ihrem Buch beschreiben Sie den demokratischen Staat ja als ein eher zerbrechliches Gebilde, wenn man jetzt zum Beispiel in die USA blickt oder auch angesichts der aktuellen Lage in der Corona-Krise, scheint diese These ja wirklich sehr aktuell zu sein. Wie lautet denn Ihre Diagnose für den Patienten Demokratie im Januar 2021? Mit der Demokratie geht es gut oder schlecht, da kommt darauf an. Das 20. Jahrhundert war ja das Jahrhundert der Demokratie. Auch wenn man mehrmals Zusammenbrüche in verschiedenen Ländern erlebte. Um 1900 hatten wenige Länder allgemeines Wahlrecht, aber 100 Jahre später war das trotz allem die Norm. Seit der letzten Jahrhundertwende aber sieht man beunruhigende Tendenzen. Nach den jährlichen Berichten des amerikanischen Forschungsinstituts Freedom House, geht es abwärts mit der Demokratie heute. Im Allgemeinen geschieht das nicht durch dramatische militärische Machtübernahmen, sondern durch langfristige und systematische Schwächungen der demokratischen Institutionen. Und die antidemokratischen Kräfte nähren sich aus verschiedenen Quellen. Ökonomische Machthaber, die Demokratie als ein Hindernis betrachten, Rassismus, Frauenfeindlichkeit, religiöser Fanatismus und anderen. Ist ein komplexes Bild. Ja, um diesen Bedrohungen zu entge etwas entgegenzusetzen, fordern Sie ja auch einen starken Staat. Ne? Und da wird vielleicht bei manchen die Assoziation zu einer Diktatur wach oder einem Überwachungsstaat. Was meinen Sie denn mit einem starken Staat? Ja, also grundsätzlich bietet ja ein demokratischer Staat die Lösung eine Menge gesellschaftlicher Probleme, die nicht spontan oder dezentralisiert gelöst werden können. Rechtsprechung, Verteidigung bürgerlicher Rechte, Pressefreiheit, allgemeine und verpflichtete Ausbildung, angemessene ökonomische Gleichheit und so weiter. Also nur ein starker Staat kann diese Aufgabe auf eine befriedigende Weise lösen. Aber der Staat ist ja ein flexibles Instrument, das zu guten oder schlechten Zwecken verwendet werden kann. Man muss einen deutlichen Unterschied machen zwischen demokratischen und undemokratischen Staaten. Also ernstlicher Missbrauch der öffentlichen Macht ist in der Geschichte nur in undemokratischen Staaten geschehen. Deshalb ist die Verteidigung der liberalen Demokratie grundsätzlich für diese Aufgabe. Der Blick richtet sich im Buch ja auf den französischen Philosophen und Aufklärer Condorcet, der viele Ideen hervorgebracht hat, die heute noch aktuell sind. Also zum Beispiel die Einführung eines allgemeinen Bildungssystems, das
selbstständige und mündige Bürger auch hervorbringen sollte, also aktive Teilnehmer der Demokratie, die Gleichstellung von Frauen und Männern. Und Condorcet hatte sogar den Entwurf einer Sozialversicherung schon hervorgebracht. Nun aber heißt das Buch Condorcets Irrtum. Ja? Und sie schreiben, dass dieser Irrtum vor allen Dingen darin bestand, dass er letztendlich zu optimistisch war und glaubte, dass der gesellschaftliche Fortschritt unaufhaltsam ist. Warum ist es denn so schwer, sich auf gemeinsame gesellschaftliche Ziele festzulegen und diese dann auch zu verfolgen? Ja, also sein Irrtum war sein Optimismus. Die gute Gesellschaft kann man mit Rationalität, Gleichheit und Demokratie charakterisieren, wenn man den Wahlspruch der französischen Revolution ein bisschen modifiziert. Was Condorcet wegen seines Optimismus nicht einsah, war, dass diese Werte Rationalität, Gleichheit und Demokratie ganz unnatürlich sind. Man muss sie ständig verteidigen und jede Generation muss sich dieser Arbeit aufs Neue annehmen. Das war sein Irrtum. Sollen wir vielleicht zum Ende des Gesprächs nochmal ein kurzes Gedankenexperiment wagen? Und zwar, Sie könnten jetzt eine dieser vielen Bedrohungen für die Demokratie einfach ausschalten, ausknipsen. Welche würden Sie wählen und warum ausgerechnet diese? Ich finde es schwierig, eine einzige Bedrohung auszuwählen, weil alles zusammenhängt. Ich habe eben gesagt, dass die antidemokratischen Kräfte aus verschiedenen Richtungen kommen, ökonomischen, rassistischen, religiösen und so weiter. Die größte Gefahr ist vielleicht eine Allianz zwischen diesen Kräften. Wie wir es in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren gesehen haben, während des Trump-Regimes. Und diese Allianz wird nicht mit einem neuen Präsidenten in den Vereinigten Staaten verschwinden. Und Voraussetzungen für ähnliche Allianzen gibt es in den meisten Ländern, obwohl die Bedingungen ganz verschieden sind. Das, finde ich, ist die größte Bedrohung. Vielleicht nochmal etwas anders gefragt, wenn man vielleicht nach einer Ursache dafür fragt, warum diese Allianz so stark werden kann, gibt es da eine Idee, die Sie haben? Ich denke natürlich auch an Ihr erstes Buch, das bei uns erschienen ist, Die Anatomie der Ungleichheit. Kann man vielleicht sagen, dass gesellschaftliche Ungleichheit solche Allianzen stärkt und letztendlich die Ursache dafür ist, dass die Demokratie so stark unter Beschuss geraten kann? Ja, es ist wahrscheinlich so, dass die Ungleichheit dazu beigeträgt, dass das Risiko eines solchen Allianzes größer wird. Aber Ungleichheit von selbst ist nicht genug. Also es muss eine Menge von Ursachen, die zusammenwirken, geben, also das gefährliche Szenario auszuwickeln. Ja, das ist ja letztendlich auch, wenn man das so sagen kann, ein bisschen das Anliegen des Buches. Sie schauen sich sowohl die externen Kräfte an, als auch sozusagen unsere menschlichen Unzulänglichkeiten auf dem Weg zu einer aufgeklärteren Gesellschaft. Gerade deswegen fand ich dieses Buch auch so interessant zu lesen. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Und ich hoffe, dass es beim nächsten Mal vielleicht in Persona
wieder klappt und nicht nur vor dem Bildschirm. Vielen Dank. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.